aber richtig eine Komposition daraus erstellen, dass ich sehe, alles klar, hier alles toll, die Schärfe dahin setzen, wo ich sie haben will. Freunde, nein. Ja, liebe Freunde, was soll ich sagen? Es ist mal wieder soweit, ein neues Video ist am Start. Heute etwas kleiner ausfallend. Warum? Ganz einfach. Ich habe vor kurzem einen Kommentar erhalten von einem meiner regelmäßigen Zuschauer, der gefragt hat, ob ich nicht noch mal ein bisschen mehr auf das Display von dem Pocket 2 eingehen könnte. Und genau das möchte ich hier in diesem Fall tun. Und wenn wir ein weiteres Mal dem Pocket 2 ein kleines Video spendieren, dann möchte ich auch noch einmal auf ein, zwei Punkte eingehen, die mir jetzt in der Zeit, wo ich weiterhin den Pocket 2 probieren durfte, auf ein, zwei Punkte eingehen, die mir aufgefallen sind bezüglich Audio. Also bleibt dran, es ist spannend, Freunde. Bevor wir das Ganze aber starten, möchte ich nochmal darauf eingehen, dass ich eine kleine Verlosung gestartet habe. Ihr könnt etwas gewinnen, und zwar dieses formschöne Grafiktablett von der Firma Vakuum. Das Teil ist ein Muss für jeden, der kreativ mit seinem Computer arbeiten möchte und gerade im Bereich Grafiken oder Retuschen bei Fotos arbeiten will und feinste Linien zeichnen will, zum Beispiel etc. pp. Das kann man mit so einem Grafiktablett extrem gut erreichen. Was müsst ihr tun, um dieses Grafiktablett zu erhalten? Das ist im Grunde ganz einfach. Ihr müsst nichts weiter tun, als eines meiner Videos, entweder dieses oder die, die noch kommen werden, oder aber eins von den letzten, mit dem Hashtag Abo versehen. Und natürlich meinen Kanal abonnieren. Sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Und wenn ich eine Anzahl an Abonnenten von mehr als 800 erreicht habe, dann gucke ich mir das Ganze mal durch und mache einfach so willkürlich per Zufallsgenerator, klack, suche ich da einen raus, der dann die Richtlinien eingehalten hat. Richtlinien in Form von Hashtag Abo. Ich sage es nochmal, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Und dann bekommt dieserjenige dieses Grafiktablett. Ich bin gespannt. Also viel Glück und viel Spaß beim Mitmachen. Ach so, und vielen Dank fürs Mitmachen. Klare Sache. Ich möchte jetzt heute einmal ganz kurz aufgrund des Kommentars, den ich bekommen habe, auf das Display des Pocket 2 eingehen. Wir haben hier ein Display, was nicht besonders groß ist. Es kommt mit einer Seitenbreite, sage ich mal, Displaybreite von 2 cm daher und eine Displayhöhe von ungefähr 1,8 cm, also 18 mm. Ich habe das jetzt mit einem Zollstock abgemessen. Das kann sein, dass sich das nochmal um einen Millimeter verschiebt. Aber tendenziell, es ist kein quadratisches Display. Zumindest glaube ich, das hier so zu erkennen. Auf dem Display selbst sieht man natürlich nicht besonders viel. Das Teil ist nicht größer als eine SD-Karte. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Display an diesem Gerät zu haben, welches kleiner ist als eine SD-Karte, ist natürlich schon Wahnsinn. Jeder von uns sollte eigentlich eine SD-Karte zu Hause haben. Nehmt euch mal eine SD-Karte, haltet die mal in der Hand und habt im Hinterkopf, dass das Display kleiner ist als diese SD-Karte. Von daher, wirklich viel darauf erkennen tut man nicht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass wenn man ein bisschen das Gespür für dieses Gerät bekommt, man das Display gar nicht wirklich braucht. Denn man sieht ja, wohin die Kamera guckt und man weiß auch ungefähr um den Blickwinkel dieser Kamera. Das heißt, wenn ich den Gimbal, den kleinen Pocket hier, jetzt so rumhalten würde, dann weiß ich ja trotzdem, dass die Kamera jetzt hier vorne im Bild ist. Also von daher, im Grunde den richtigen Bildausschnitt habe ich trotzdem. Eine richtige Komposition damit zu gestalten, ist natürlich schwierig. Dafür fehlt mir einfach die Displaygröße. Das ist einfach eine Sache, die nicht funktionieren kann. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sein Smartphone mit dem Pocket 2 zu verbinden und dann hätte man tatsächlich das Display sozusagen gespiegelt auf seinem Smartphone-Display. Und das ist natürlich je nach Telefon unterschiedlich groß und auf jeden Fall viel, viel größer als das, was wir hier haben. Sogar weitaus größer als die meisten Displays bei den richtigen Hybridkameras oder Spiegelreflexkameras. Was ich aber ganz nett finde, das muss ich auch mal eben ganz kurz sagen, dass man das Display vom Seitenverhältnis anpassen kann. Das heißt, ich kann mir einmal anzeigen lassen, dass ich das komplette Display mit meinem Video fülle. Dann wird mir links und rechts ein bisschen was vom Bild abgeschnitten. Oder aber ich kann es so einstellen, dass ich
das Display so verwende, dass ich das komplette Video sehe, also die komplette Videobreite, dann habe ich oben und unten, ähnlich wie das bei unseren Fernsehern ist, einen schwarzen Balken. In dieser Situation allerdings, finde ich, ist natürlich das aktive Bild, das, was ich wirklich sehe, noch kleiner. Und das möchte ich vermeiden. Ich habe das Display eigentlich immer so eingestellt, dass ich die volle Seitenhöhe des Displays aktiviert habe und mir links und rechts ein Stück weit was vom Bild abgeschnitten wird. Das ist ja im Grunde gar nicht schlecht, denn sofern ich dafür sorge, dass das, was ich aufnehmen will, im Display auch gezeigt wird, habe ich einfach links und rechts noch ein bisschen mehr Material in der Nachbearbeitung und habe ich hinterher mehr im Bild. Also von daher ist es ja eigentlich gar nicht schlecht. Ich gehe noch mal ganz kurz auf die kleinen Sachen ein, die wir hier auf dem Display zu sehen haben. Also hier oben rechts zum Beispiel auf dem Display sieht man die Einstellung des Akkus in Form eines kleinen Balkendiagramms. Hier hatte ich schon mal in einem anderen Video gesagt, dass ich das ein bisschen schade finde, weil ich nicht genau weiß, bin ich jetzt bei 50%, habe ich noch 60% oder sind es vielleicht doch erst 40%. Manchmal kann man das nicht so gut ablesen. Da wäre eine prozentuale Anzeige definitiv besser. Daneben erkennt man die Situation, was der Gimbal gerade hat, also was der Gimbal gerade für eine Funktion hat. Ob er jetzt nur die Bewegung des Joysticks mitnimmt, links, rechts, hoch, runter und hast du nicht gesehen, oder aber mit einem Druck auf den Funktionsknopf kann ich mir aussuchen, ob der Gimbal sich bewegen soll oder ob ich zoomen möchte. Die Bedienung des Touch-Displays, muss ich sagen, ist auch so eine Sache für sich. Man kann in sämtliche Richtungen wischen, von oben nach unten, von links nach rechts, von hast du nicht gesehen. Und das ist eigentlich eine relativ intuitive Geschichte. Die Software hier drauf funktioniert okay, ist aber nicht so richtig gut. Wer von euch da draußen ein Android-Telefon hat, also ich rede gerade von meiner Schwester, die hat nämlich eins, da weiß ich einfach, dass die Software, die Touch-Gestenerkennung, nicht immer so richtig gut funktioniert. Es kann auch an ihren Kunstnägeln liegen, ich weiß es nicht. Oh Gott, hoffentlich hört die das nicht. Aber also oft tut es die Eingabe nicht so richtig. Da bin ich als iPhone-User relativ verwöhnt, weil das funktioniert da richtig gut. Und ähnlich ist das hier auch. Also wenn ich hier auf dem Display rumtouche, dann habe ich von 10 Eingabemöglichkeiten funktioniert es 8-mal. Also 2-mal habe ich da irgendwie Aussetzer. Da muss ich halt nochmal drüber touchen, damit das funktioniert. Ich könnte das mal eben zeigen. Hoffentlich klappt es. Tendenziell wische ich einfach mit meinem Finger von oben nach unten. Jetzt habt ihr gesehen, es geht natürlich gerade nicht, weil ich hier gerade gleichzeitig aufnehme. Aber tendenziell habt ihr oben in dem oberen Bereich gesehen, dass das hier gerade nicht aktiv ist. Es funktioniert, aber ab und zu halt auch mal nicht. Ganz schlimm finde ich es allerdings, wenn man von unten nach oben wischt. Denn da hat man tatsächlich hier diese kleine Kante, die einfach im Weg ist. Also ich habe mit meinem Finger hier wirklich ein Problem, das richtig nach, also, ich weiß nicht. Also, es geht, aber mit der Bedienung des Smartphones ist das auf jeden Fall um Längen besser. Bedeutet allerdings auch, dass ich jedes Mal mein Smartphone da irgendwie mit anschließen muss. Und Thema Smartphone-Anschließaktion-Geschichte, da kann ich natürlich dann wirklich auch wieder nur diesen Allzweckgriff empfehlen, denn dadurch kann ich das Ganze kabellos machen. Das heißt, ich muss das Smartphone nicht unbedingt hier dran anschließen, sondern kann es einfach wirklich kabellos irgendwo im Raum platzieren oder in unmittelbarer Nähe und kann dann den Gimbal bedienen. Das ist natürlich echt was ganz Feines. Jetzt möchte ich aber nochmal auf das Thema Ton eingehen. In einem vorherigen Video hatte ich ja schon gesagt, dass dieser Allzweckgriff eigentlich ein Modell ist oder ein Zubehörteil ist, welches man unbedingt haben müsste. Mittlerweile habe ich sehr, sehr viel mit dem Pocket gefilmt und ich habe sehr viel ausprobieren können und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage immer noch, ja, der ist nicht schlecht, der ist gut, aber ob man ihn haben muss, würde ich jetzt nicht mehr unterschreiben. Es sei denn, das muss man sich bewusst sein, die einzige Situation, wo ich sage, dass man das Ding haben muss, ist, wenn man mit dem Pocket 2 auch professionell und einen vernünftigen Ton aufnehmen will. Die Intent-Mikrofone machen zwar einen guten Job, aber nicht so gut wie dann mit diesem System, wo ich hier den Empfänger habe und hier das Mikro als Sender habe. Diese beiden Teile funktionieren relativ gut. Das Ganze auch wieder kabellos. Ich muss also nicht noch extra irgendwie irgendein Audio-Interface-System hier an den Pocket anschließen, was ja super nervig wäre. Also ich habe hier alles sozusagen integriert. Das ist total toll. Und ich kann den Ton noch besser machen, indem ich tatsächlich hier in dieses Mikro-Senderteil einfach nochmal mein Lavalier-Mikrofon stecke, was ich ja jetzt hier habe. Ich nehme nämlich dieses Video zum Beispiel gerade mit meinem Rode Wireless auf. Nun, was ist mir jetzt aufgefallen? Also die internen Mikrofone von dem Pocket 2
sag ich mal, funktionieren gut und sind sogar tausendmal besser als die internen Mikrofone meiner Canon R5. Und die hat, liebe Freunde, über 4.000 Euro gekostet. Jetzt habe ich gespuckt. So sieht's aus. Der Kandidat hat 500 Euro gekostet und macht theoretisch einen besseren internen Ton. Aber ich habe, und das allerdings auch nur, wenn man mit Kopfhörern arbeitet, mit den internen Mikrofonen habe ich so leichte Störgeräusche am Rande, links und rechts. Man hat so ein, wie nennt man das denn? So Interferenzen, Rausch, ich weiß es nicht. Umso leiser der Ton auf der Audiospur ist, den man hier aufnimmt, desto mehr hört man davon. Bin ich unterwegs und rede und habe links und rechts ein paar Geräusche in Form von Verkehr, Autos, hast du nicht gesehen, dann hört man das nicht. Aber bin ich einfach mal ruhig und stell mich einfach mal irgendwo in die Ecke und nehme das auf, dann hört man das. Zweite Sache, die mir aufgefallen ist, mit dieser Kombination ist tatsächlich, dass wenn ich den Allzweckgriff an den Pocket 2 geschraubt habe, das Ganze mit dem Mikro verbunden habe, ich dann, komischerweise nicht immer, aber manchmal so kleinste Fiepgeräusche auf der Audiospur habe. Dieses Fiepen ist allerdings auch so leise, dass man das auch nicht wirklich mitbekommt. Also nur wer wirklich richtig darauf achtet, der wird dieses Fiepen auch erkennen. Wenn man ruhigere Sequenzen hat, sage ich mal, hört man dieses Fiepen natürlich ein bisschen besser. Es ist aber jetzt nicht so, dass es die Tonaufnahme komplett kaputt gemacht hat. Nein. Und hat man dann noch Geräusche, es fährt ein Auto vorbei oder wie auch immer, hört man das Fiepen eigentlich sowieso nicht mehr. Mir fällt gerade ein, dieses Teil klemmt in der Regel an meiner Hosentasche. Ähnlich wie das hier der Fall ist. Achtung, Lavalier. Hier, Wireless Go, Lavalier geht dann hier hoch. Und das Ding klemmt halt meistens auch hier, wenn ich mal mit dem Pocket unterwegs bin. Dann hieran angeschlossen mein Lavalier-Mikrofon. Mein Smartphone, das habe ich aber meist auch in der Hosentasche. Also es könnte sein, dass die beiden Geräte, wenn die sehr nah beieinander sind, da irgendwelche Störgeräusche produzieren. Das weiß ich natürlich nicht. Unterm Strich, ich bin immer noch extrem begeistert. Ich habe gestern noch ein kleines Video gedreht. Ich bin mit dem Hund raus in den Wald, habe einfach das Ding in die Hand genommen, habe gefilmt. Ich bin über Stöcke, über Steine geklettert. Ich bin sogar einmal ein bisschen gestolpert. Ohne Witz, den Stolperer hat man im Video nicht gesehen. Die Stabilisierung mit diesem Pocket 2 ist richtig gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man ein bisschen Gespür für dieses Gerät hat, dann ist diese sehr, sehr kleine und eigentlich nicht nutzbare Displaygröße auch völlig irrelevant. Selbstverständlich kann ich da einmal drauf gucken, auf das Display und sehen, ist denn das Gesicht überhaupt auch im Bild oder abgeschnitten oder wie auch immer. Aber richtig eine Komposition daraus erstellen, dass ich sehe, alles klar, hier alles toll, die Schärfe da hinsetzen, wo ich sie haben will. Freunde, nein. Da müsst ihr euch auf die Automatik verlassen. Und die ist, habe ich auch schon mal erzählt, nicht so hundertprozentig, aber sie funktioniert. Manchmal verschwindet die Schärfe ein bisschen. Ja, wir sind hier nicht Hollywood. Ne? So, ich finde, für unsere Sachen, die wir hier machen, ist das völlig ausreichend. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, selbst bei meiner R5 gibt es ab und zu die Situation, dass die Schärfe nicht da sitzt, wo sie eigentlich sitzen sollte. Also von daher, ich bin völlig entspannt mit den ganzen Geschichten. Und wenn ich wirklich in eine professionelle Filmgeschichte gehe, weil ich für einen Kunden etwas filme, dann mache ich sowieso in der Regel von ein und derselben Sequenz, von ein und demselben Set, mache ich in der Regel 3, 4 Aufnahmen. Es kann immer mal irgendwie was passieren, wo die Schärfe nicht sitzt, der Fokus hat nicht gepasst, es hat gepumpt, wie auch immer. Dann habe ich immer noch 3 verschiedene Möglichkeiten, um vielleicht ein besseres Bild zu erzeugen. Wisst ihr, was ich meine? Das mache ich hier mit diesem ganzen YouTube-Gedöns nicht. Das wäre mir viel zu aufwendig. Ich verdiene ja hiermit auch kein Geld. Von daher, Also, um die Frage meines Kommentators zu beantworten. Das Display ist zu klein. Definitiv. Kleiner als eine SD-Karte, aber besser als gar kein Display. So könnte man es beantworten. Ich hoffe, dass ich deine Fragen, die du hattest im Kopf, das, was du sehen wolltest, ein Stück weit beantworten konnte. Es gibt auch fürchterlich viele andere Videos da draußen, die richtig auf die Funktionen des Pocket 2 eingehen. Da kann man auch nochmal genau sehen, wie man mit dem Display arbeiten kann. Das wollte ich jetzt nicht machen, weil es sollte ja nur ein kleines Video sein. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Lieben Dank für den Kommentar übrigens an der Stelle nochmal. Und falls ihr euch auch ein Pocket 2 kaufen wollt, kann ich das, wie gesagt, nur empfehlen. Empfehlungen dahingehend unten in der Videobeschreibung. Also, tschüss.